Ja, hallo, liebe Shisha-Freunde. Shisha Warentest-Team mit Shisha Oli 85 und mir, Big2B. Wie ihr schon am Titel erkennen könnt, an der Beschreibung, heute ein kleines Informationsvideo. Heute kein Review oder sonstiges, sondern einfach nur mal Quatsche übers Allgemeine, was so in Zukunft uns alles beschäftigen wird. Und ja, es gibt insgesamt drei Punkte zu besprechen. Der erste Punkt ist, wie gesagt, aktuelle Infos, was wird es demnächst alles von uns geben, review-technisch. Zweites ist ein Gewinnspiel, wir haben bald die 10.000 Abos erreicht. Und der dritte Punkt ist ein neuer Kanal. Ja, und was das alles zu bedeuten hat, erklären wir euch natürlich jetzt in diesem Video. Wir haben uns übrigens gerade Voltage rein und Olli kriegt die Flasche nicht auf. Doch, die ist offen, aber die ist voll klebrig oben rum. Ach, klebrig? Das ist ja schlecht. Hängt das Sabo dran. Ja, fangen wir doch gleich an. Und zwar Infos. Welche Reviews werden wir euch in nächster Zeit liefern? Und zwar, es wird geben unter anderem neue Alvaha-Sorten, die 2012er-Sorten. Da werden wir natürlich einen Setup-Check machen. Das kommt auf euch zu. Unter anderem, was machen, wenn man vergilbte Schläuche hat? Wie bekommt man die wieder sauber? Das Video wird euch in den nächsten Tagen online erscheinen. Und auch, was auch ganz interessant ist, Shisha selber lackieren in eigenen Farben, in eigenem, ja, nach Lust und Laune, was ihr eben machen wollt. Das zeigen wir euch auch, was man dazu braucht und wie das Ganze dann letztendlich dann auch wird, wenn das Ganze dann auch fertig getrocknet ist, wie das dann ausschaut, wie das Ganze dann rüberkommt. Ja, das sind so, sag ich mal, die Hauptthemen in nächster Zeit, was auf euch zukommen werden. Ansonsten, was wird es noch geben? Wir werden ein, zwei neue Shishas vorstellen. Wir werden neue Tabaksorten vorstellen, neue Geschmäcker natürlich. Unter anderem auch eventuell einen neuen Schlauch oder eher gesagt zwei Schläuche. Selfmade-Schläuche, die werden wir euch zeigen in Kürze. Also es ist sehr, sehr viel für euch in nächster Zeit auf Shisha Warentest zu sehen. So lohnt es sich auf jeden Fall dabei zu bleiben. Ja, dann haben wir Punkt 1 eigentlich schon abgehakt. Der nächste Punkt, der uns beschäftigen wird und euch natürlich auch sehr freuen wird wahrscheinlich, ist das 10.000 Abonnenten-Gewinnspiel. Ihr habt es ja bestimmt schon gesehen bei mir, 9.500 Abonnenten sind es jetzt mittlerweile und dann dauert es nicht mehr lange, bis die 10.000er Abo-Marke geknackt ist. Ich als Shisha-Warentest-Mitglied darf mich natürlich glücklich schätzen, sowas hat noch kein anderer Shisha-Reviewer geschafft. Das ist natürlich eine einmalige Angelegenheit, da freuen wir uns zwei sehr besonders drauf, sowas natürlich von sich behaupten zu können, die 10.000er Abo-Marke geknackt zu haben. Da wird es natürlich ein sehr saftiges Gewinnspiel geben. Dort werden wir Preise raushauen im Wert von über 200 Euro. Also da wird es auf jeden Fall schöne Preise geben. Was genau ihr dafür tun müsst und welche Preise es genau geben wird, geben wir euch jetzt aber noch nicht bekannt, sondern erst dann, wenn die 10.000er Abo-Marke erreicht ist. Und aber zu 100% wissen wir ja selber auch noch nicht Bescheid. Ja, also ich habe schon mal ein bisschen was mir, also ich habe mir schon Gedanken gemacht, also ich weiß schon im Groben, was es geben wird und was ihr machen müsst dafür, aber das wird alles noch ausgearbeitet und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Spielraum haben wir noch und ja, da wird das Ganze dann noch ein bisschen überarbeitet und dann werdet ihr bald ein Video sehen mit aktuellen Infos zum Abonnentengewinnspiel. Ja, und unser letzter Punkt ist auch gleich der spannendste Punkt für mich selber, denn es heißt, einen neuen Kanal wird es geben in Zukunft auf YouTube. Dieser Kanal hat absolut rein gar nichts mit Wasserpfeifen, Shishas und sonstiges zu tun. Nein, dieser Kanal ist absolut neu für mich. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht, also reviewed oder halt aufgenommen, sage ich jetzt mal. Und zwar, es wird sich um einen Gaming-Kanal handeln, Let's Play und Commentaries. Das heißt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, sondern ihr werdet mich höchstens nur noch hören. Und ihr werdet mir zuschauen, wenn ihr wollt, natürlich beim Zocken. Der neue Kanal, den könnt ihr jetzt schon anschauen, beziehungsweise abonnieren und kommentieren. Und dieser Kanal nennt sich Gameszentrale.
wie man spricht mit Z am Ende von Games und mit Z am Anfang von Zentrale. Ganz einfach, ihr könnt jetzt hier draufklicken, dann könnt ihr direkt diesen Kanal besuchen. Dort wird schon ein Video online sein, ein Willkommensvideo. Und wenn ihr sogar Glück habt, ist schon das erste Gaming-Video online, und zwar Max Payne 3. Erscheint ja eigentlich erst am 18. Doch ich habe es jetzt schon und habe es auch gleich angespielt. Und da will ich euch natürlich nicht zappeln lassen, sondern euch gleich mit rein. Lieber Pick2P, haben Sie ja das schon wieder bei Amazon bestellt? Nein, bei GamesOnly.at. Diesmal nicht. GamesOnly.at, Junge. Uncut 18 Plus, Junge. Die ungeschnittene Fassung aus Österreich habe ich mir kommen lassen. Und dieses Spiel will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das wird gezockt. Ich hoffe, ihr seid Max Payne-Fans. Und es wird nicht nur Max Payne Gameplays geben, nein, es wird alles Mögliche gezeigt. Es wird ein bisschen MW3, Call of Duty gezeigt, es wird ein bisschen Mario Party gezeigt und alle anderen Spiele, die uns und euch hoffentlich Spaß machen werden. Und wie gesagt, Games Zentrale, schaut drauf. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dort einmal draufklickt und hoffentlich meine Videos anschauen werdet in Zukunft. Vielen Dank geht da auch an den John raus, oder Johnny, wie er auch genannt werden möchte. Dieser Mann hat mir das Games Zentral Logo gebastelt, den Banner, den Hintergrund. Er hat eigentlich alles gemacht für meinen Kanal. Dafür geht natürlich ein ganz, 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 ganz großer Dank an dich raus, John. Super, dass du das gemacht hast. Du kommst auch aus Bayern. Wir werden dich hier im Raum des Rauches auf jeden Fall einmal willkommen heißen. Wir machen da mal ein kleines Treffen mit dir aus. Und das ist das Mindeste, was ich tun kann, weil du hast dir da wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Es hat wirklich einige Stunden gedauert, um das Ganze natürlich zu basteln. Das soll natürlich auch nach was aussehen. Und deswegen werden wir uns auf jeden Fall mal live treffen, John. Und ja, das war's eigentlich. Falls ihr sonst noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Macht es gut, meine Freunde. Und dann bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Games Zentrale, schaut drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut. Bis dann, euer Shisha Bantas Team, Shisha Oli 85 und ich natürlich Big2B sagen danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ade, Wasche.